Ökoprofit steht für gemeinsam wirtschaftlich handeln und gleichzeitig Energie und Ressourcen sparen. Ich bin Ökoprofit-Beraterin und besuche im Auftrag der Stadt Düsseldorf zertifizierte Ökoprofit-Betriebe. Wir sind heute bei der DZ Bank AG in Düsseldorf, die seit 2011 Ökoprofit-Betrieb und bereits zweimal rezertifiziert ist. Ich begrüße ganz herzlich das Ökoprofit-Team der DZ Bank, Frau Palfi, Herr Marquardt und Herr Klein. Herr Marquardt, was hat die DZ Bank dazu bewegt, an Ökoprofit teilzunehmen? Ja, erstmal ein herzliches Willkommen hier in Düsseldorf, in der Niederlassung der DZ Bank. Ja, was hat uns bewegt, an Ökoprofit teilzunehmen? Das Thema Nachhaltigkeit lag uns immer am Herzen. Ein nachhaltiger Gebäudebetrieb war immer auch Bestandteil des Geschäftsberichtes der DZ Bank und hat natürlich auch gesellschaftlich einen ganz neuen Fokus erlangt. Und der CO2-Fußabdruck ist ja auch immer bedeutsamer. Von daher ist das ein klares Signal für uns, auch hier weiter am Ball zu bleiben und hat uns auch im Endeffekt dazu bewegt, auch grundsätzlich daran teilzunehmen. Ja, vielen Dank, Gordon. Und unser betriebliches Umweltengagement wird durch Ökoprofit gezielt unterstützt und gefördert. Und zusätzliche Unterstützung erhalten wir im Ökoprofit Club. Das ist ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von regionalen Unternehmen, bei dem wir dann Informationen zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit austauschen. Jetzt sind wir im Gastrobereich der DZ Bank mit dem Verantwortlichen für Mitarbeiterinnenverpflegung und Gästeservice, Herr Klein. Herr Klein, Ökoprofit hilft Betrieben, ökoprofitable Maßnahmen umzusetzen. Welche Maßnahme möchten Sie uns vorstellen? Eigentlich müsste man diese Maßnahme Waste Management nennen. Es geht dabei bei uns in der Gastronomie und vor allen Dingen in der Küche natürlich hauptsächlich um Food Waste Management, aber auch die Verpackung, der Verpackungsmüll ist nicht zu unterschätzen. Was ist das Besondere an dieser Maßnahme? Besonders ist eigentlich gar nichts an der Maßnahme, denn wer Lebensmittel einkauft oder mit Lebensmitteln umgeht, sollte eigentlich wissen, dass er so viel wie möglich verarbeitet und so wenig wie möglich wegschmeißt. Das bezieht sich natürlich dann aber auch auf die Verpackung. Denn auspacken, Müll lagern, Müll trennen, all das kostet Zeit und Geld. Haben Sie Tipps für andere Betriebe, die diese Maßnahme umsetzen wollen? Ja, das A und O ist eigentlich dranbleiben, gerade was den Produzenten angeht. Es muss regelmäßig geredet werden, es muss immer mal wieder erinnert werden. Das beste Pfandsystem hilft nichts, wenn dann die Miesmuscheln plötzlich doch im 1 Kilo Plastikpaket kommen. Dann muss man eben nochmal wieder reden. Man kann aber auch Pfandsysteme mit dem Produzenten selbst entwickeln. Das heißt, Fingerpute oder auch Peacock-Hähnchen, alles nachhaltiges Gefühl, kommt zu uns in den Betrieb mittlerweile auch im Pfandsystem, in einer Box, anstatt eben einzeln verpackt. Das Ganze spart natürlich sehr viel Verpackungsmüll. Ja. Die Pfandsysteme beziehen sich natürlich nicht unbedingt nur auf die Lebensmittel. Auch mit unserem Wäscheproduzenten zum Beispiel haben wir ein Pfandsystem erarbeitet. Und die Kochjacken zum Beispiel kommen nicht mehr in einer Plastiktüte extra verpackt, sondern sie kommen auch in einer Box. Das Investment lohnt sich auf jeden Fall, denn letzten Endes habe ich zwar einmal die Anschaffung dieses Pfandsystems, aber dadurch, dass nicht nur ich, sondern eben auch der Produzent viel Geld spart, was Verpackungen angeht, kann ich nachher bei den Preisverhandlungen da vielleicht sogar nochmal einen anderen Preis rausholen. Umso besser. Darf ich Sie fragen, was Sie persönlich antreibt, sich für die Umwelt einzusetzen? Ja. Als junger Koch habe ich erstmal schon von der Pike auf gelernt, dass man alles irgendwie verarbeitet, dass man Lebensmittel nicht wegwerfen muss. Meinem 6-jährigen Sohn versuche ich beizubringen, dass alles, was irgendwie entstanden ist, irgendwann irgendjemand mal gemacht hat. Und diese Mühe und diese Liebe, die dieser jemand da reingesteckt hat, die muss man eben einfach wertschätzen und respektieren. Und da ist es völlig egal, ob es die Natur war oder ob es ein Mensch war. Ja, und ein wertschätzender Umgang mit der Umwelt ist ja auch einer der Hauptpfeiler des Ökoprofit-Programms. Herzlichen Dank, Herr Klein, dass Sie uns Einblick in Ihr Engagement gegeben haben. Sehr gerne. Die Einladung auf der Homepage der Stadt Düsseldorf, am geförderten Ökoprofit-Programm teilnehmen zu können, zeigt uns, wie wichtig und wie richtig es ist, ökoprofitabel zu wirtschaften. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch mitmachen möchten. Melden Sie sich an.